du! Das war so dumm! Schau, Max, bitte jetzt beruhig dich mal! Ja, jetzt ist gut! Ja, geil! Trimax, ich hab ne Idee. Trimax, guck mal hier. Trimax, hier, warte, komm her. Ich seh dich nicht. Hier, komm her. Hey. Ich fang schon mal an. Warte, ich fang schon mal an. Ich helf dir. Revi, wir fahren ab. Sprenger. Du hast jetzt, das hast du selber kaputt gemacht, du Idiot. Guck da. Revi, ich fass es nicht. Revi hat. Das war's gerade, du. Wir haben kein schwarzes Glas mehr. Wir können das nicht das zubauen, Revi, Alter. Du. Nein, ich hab's sogar auf Aufnahme. Ey, Revi bringt Creeper mit hier geil. Rein. Das war so dumm. Du hast den einfach da reingeschleudert, oh Max. Oh mein Gott, er hat meine komplette Seite weggesprengt. Alter, und die das Autobahn war so beschädigt. Schlecht von dir. Du hast es einfach. Wie viele sind das denn? Alter, hier, warte, ich gebe dir hier schon mal die Sachen, Joe. Wir haben kein schwarzes Glas mehr. Das ist alles offen jetzt. Ich brauch TNT, Koralle. Hast du TNT? Ja, ich hol kurz. Max, ich mach dir neues Schwarzglas. Warum hast du das gemacht? Alle schreiben, dass du es warst, Max. Geil. Ja, du bringst ihn rein. Weißt du, was ich meine? Ich bin doch Sprengmeister. Ich bin doch mit Joe hier vom Arbeits... Ja, das ist halt die Frage, ne? Das ist so, als wenn du ein dreijähriges Kind eine geladene Waffe in die Hand gibst. Klar, hast du nicht abgedrückt. Und das Kind hat sich ins Bein geschossen, ja, aber nein, du hast dem Kind die Waffe gegeben. Das war schon ganz schön fahrlässig. Du bist fahrlässig. Du hast dein eigenes Haus gegrieft. Du bist ein Griefer. So, warte, ich hab schwarzes Glas. Ja, sehr gut. Ja, warte, Revi, ich muss mal ganz kurz eben gucken, dass ich den Duper richtig zusammensetze hier, nicht, dass ich ja, gleich hier wirklich ach, wenn jetzt hier was sagen. Ach, Quatsch. Trimax, bitte. Ich wollte dir helfen, Max, das weißt du, ne? Ja, das weiß ich eben nicht. Und Max, du müsstest einmal auf die Schiene da oben das Minecart setzen. Traust du dich, Trimax? Perfekt. Jetzt einmal den Schalter umlegen. Und jetzt, wenn ihr den Schalter nochmal umlegt, gibt's einmal TNT. Bist du bereit, Trimax? Ich bin ready, hoffentlich klappt das. Dein Haus explodiert. Drücken, nochmal drücken. So, warten. Und jetzt kannst du quasi hier mit TNT duken. Das heißt, du kannst quasi das Ding jetzt Alter, einfach wiederholen. Noch mal. So, wir machen das mal einfach mit dem Knopf. Revi, nicht zu schnell machen. Ey, stopp, unsere Schleimblöcke, Moment. Oh, geil, gerettet. Profit für den Slime Shop, let's go. Revi ist schlecht. Leute. Was denn? Sauber. Zum Glück haben wir den Beacon vorher abgebaut. Geile Maschine, Joecraft. Geile Maschine. Der TNT ist hier oben stehen geblieben. Nicht schlecht. Ja, ich wollte euch nochmal zeigen, wie man das Ding baut, ne? Also, so. Das war geil. Revi, komm her. Ja? Mach mal bitte hieraus ein L. Also da drunter einen Slime machen und dann links daneben einen Slime machen. Perfekt. Dann kommt hier eine Detektorschiene drauf. Gemacht. Ja. So, jetzt musst du halt dich ein bisschen zur Seite bauen. Ja. Setz dir hier einen Block dran und hinter dem Block setzt du Slime. Bitte auf der anderen Seite. Nee, hinter dem Block, auf der anderen Seite. Hä? So, jetzt muss da drunter einmal ein Slime dran gemacht werden. Unter diesem Block, den du gerade platziert hast. Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich denn da dran kommen? Ja, mit Wasser, mit Wasser. Achtung! Pass auf, ich mach's mal. Das schafft er nicht. Als Maul, Max. So, wartet. Ah. Schwarzes Glas. Let's go. Wieder zurückgehen. Jetzt daneben nochmal einen Slime-Block dran machen. Hab keine mehr. Schafft ihr nicht. Wusste ich. Einen brauchen wir noch. Hab keine mehr. Ja, wohin? Genau. Hier wieder einen dran. Da? Yes. Einmal links unten in die Ecke machen. Da an dem. Genau, perfekt. Daneben muss jetzt ein TNT gemacht werden. Revi, dein TNT? Da muss einmal ein Zaun auf den TNT gemacht werden. Zuletzt muss noch einmal ein Minecart dahingesetzt werden. Trimax. Hat jemand ein Minecart? Nein. Ich habe... Eisen. Genau, einmal Minecart draufsetzen, dann ist das Ding einfach fertig. Ja, okay, das ist doch relativ einfach. Aber wieso ist der eben kaputt gegangen? Der hier, guck mal, an der Stelle hier war ein Stein. Und auf diesen Stein ist ein TNT draufgedroppt. Aus Versehen. Wir müssen den, genau, das ist das, was kaputt gegangen ist. Jetzt einmal den Knopf drücken. Revi, einmal den Knopf. Ich würde mal hier auf die andere Seite kommen. Das reicht schon, Trimax. Knopf nee, ich guck mir das von hier an. Knopf einmal Knopf drücken. Ich rück Knöpfchen. Einmal drücken. Ja, jetzt ist die Schaltung zusammengesteckt. Und wenn du jetzt den Knopf drückst, aktivierst du die Schaltung. Hau rein. Jedes Mal, wenn du den Knopf drückst, wird ein TNT gedupt. Mehr TNT, mehr. Das wäre mehr. Schneller drücken. Kannst du nicht schneller drücken, Revi? Was machst du da? Darf man nicht. Sonst geht's kaputt, oder Joe Cross? Nein. Ja, Joe packt mal nicht. Das soll sich hochspringen. Das ist tief genug. Ballert mal richtig krass. TNT, ja, TNT. Ja, ballern mal richtig krass. Trimax, bitte, jetzt beruhig dich mal. Achtung, jetzt geht's los. Richtig schnell. Ja, das ist schon gut. Noch ein kleines bisschen schneller. Noch ganz kleines bisschen schneller. Ja, jetzt ist gut. Ja, geil. Let's go. Das ist nice. Hey, Joe. Ja, jetzt ballern sie sich auch so nach links und rechts. Trimax, ruhig bitte. Jetzt ist gut. Da sind unten so viele Dreckskelette und alle Nerven. Das ist unfassbar satisfying. Vor allem da unten, wie viel da... Jetzt ist echt schon Bedrock unten. Das ging echt schneller. Revi hat recht. Ja, Das ist das erste Mal, dass Revi recht hatte. Ich habe auch mit den Schwämmen recht gehabt. Trimax, bitte sag jetzt, dass ich mit den Schwämmen recht hatte. Okay, dann ist das der erste Tag, wo du recht hattest in Minecraft. Okay, wir sehen uns am 13. Dezember. Let's go. Hallo? Junge. Na? Oh Gott! Ach, Junge, Freddy. Was ist denn? Ich bin auf dem Discord gewesen. Ich bin doch gerade nur rausgetappt, um auf den Discord zu kommen. Hä, Bro, what the fuck? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe Creeper neben mir. Ich war nicht in-game. Oh, Bro, der ist wirklich explodiert. Ich dachte, du hättest mich getrollt. Freddy, du hast das ganz falsche Mikrofon hier. Man hört sogar... Alter, Freddy, man hört deinen In-Game-Sound hier in Discord. Ich finde das gut. Was ist denn mit dir? Ja, ich zeige euch kurz mein Haus, würde ich sagen. Das unten ist so... Ich bin ja Künstler. Ganz schwieriges Thema. Und, hey, Syndica, Mensch.
Hi. Das hier ist meine bescheidene, mein bescheidenes Haus, sag ich mal. Hier ist mein Lager. Das wird noch hier schön gemacht, ausgebaut und alles, ne? Vielleicht auch noch irgendwann mal automatisiert. Hier unten ist so meine Ruheoase quasi, meine Ruhehöhle, ne? Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Hier geht's eigentlich die Treppe hoch, wenn Freddy es nicht gerade kaputt gemacht hätte. Hier ist so später nochmal so ein Gesellschaftsraum und sowas, ne? Hier sind überall Kisten mit random ich weiß alles nicht, was da drin ist. Hier ist tatsächlich auch noch ein Zimmer. Nee. Ja, hier geht's doch auf einen super entspannten Dachboden. Genau, das hier bitte nicht abbauen. Das ist wichtig, das hat mir jemand hier hinterlassen. Genau, dann gehen wir mal eine Etage höher. Wir haben hier, wie gesagt, eine schöne Immobilie auch noch oben. Das ist ja quasi ein Altbau, kombiniert mit einem schönen Villen-Apartment hier oben. Oh, hier ist wieder ein Untermieter. Ja, hier ist quasi irgendwann mal mein Haus. Es sieht von außen geil aus, von innen ist noch nichts gemacht. Ich baue die ganze Zeit von außen weiter. Ich habe ja hier auch die besten Blicke. Hier vorne links ist ein Kaktusturm und da vorne steht ein Atomkraftwerk. Und hier unter mir baut ein Soziopath sein Haus, der ein riesiges schlagendes Herz in sein Haus reingebaut hat. Genau, da vorne ist noch ein Hochhaus und ja, also eigentlich fühle ich mich hier absolut unwohl bei der Nachbarschaft. Aber was ist denn hier los? Genau, dann geht's hier noch so raus zur kleinen Teeterrasse. Hier soll auf jeden Fall dann eine Einweihungsparty stattfinden. Ja, rechts ist eine Toilette. Die hat Patrick gebaut, da habe ich mich selber drauf gesetzt und die in die Luft gesprengt. Und rechts baut Patrick eine Holzbanane. Also wie gesagt, meine Nachbarn geben sich wirklich eine Menge Mühe hier. Genau, dann haben wir hier noch den kleinen Eingangsbereich. Hier ist ja der schöne Wald. Der ist ja natürlich angelegt, so ein bisschen auf Zauberwaldmäßig. Dann haben wir vorne eine wunderschöne Brücke. Freddy, lass bitte den Müll da drin. Dann haben wir vorne eine richtig schöne Brücke. Hier ist dann mein kleines Feld. Ne? Das ist meine Farm hier. Auch ganz schön, wenn man hier drauf drückt, macht es einmal den. Und dann liegen die Kartoffeln dann da. Und dann muss man die per Hand einsammeln. Ist sausch. Keiner isst mehr Kartoffeln. Alle essen nur noch Goldkarotten. Genau, dann haben wir hier vorne noch ein Wasserrad. Ist sehr schön. Ne? Hier geht es dann quasi, hier sind so ein paar handgemachte Bäume. Hier ist dann ein wunderschönes Wasserrad. Das versorgt mich quasi hier komplett mit Strom. Wenn man hier mal so drauf geht, kann man das ganz schön sehen. Ja, dann gehen wir mal hier runter. Dann folgt mir mal gerne hier. Ich baue nämlich gerade am neuen Projekt tatsächlich. So, dann können wir jetzt hier erstmal, bevor ich euch das neue zeige, zeige ich euch erstmal das, was ich jetzt letztens gemacht habe. Hier geht es so ein bisschen runter. Sage ich mal, hier haben wir nämlich noch die Gäste-Apartments. Das wird alles noch ausgebaut hier. Hier haben wir nämlich einen wunderschönen Canyon, den ich angelegt habe. Wenn man mal hier guckt, ja. Tolle Natur hier rechts. Guck mal hier. Wenn man hier mal so reingeht, dann ist hier so eine kleine Wellness-Oase und sowas. Und hier kommen dann auch Gästebetten und sowas rein, ne. Ihr seid meine ersten Gäste seit Tagen. Oh. Genau, ist alles hier von Hand gebaut. Ne, hier kommen, wie gesagt, noch kleine, diese kleinen Dinger hier rein. Ja, hier soll ein Nachtclub reinkommen. Hier kommt ein Nachtclub rein. Genau, und dann gehen wir mal hier lang und müssen hier durch den Wald stapfen. Und dann kommen wir hier vorne schon zu meinem Weinberg, den ich gerade am Bauen bin. Weil so ein Club braucht ja natürlich auch geile Getränke. Ja, und das ist so ein bisschen meine Welt, sage ich mal. Wenn es hier mal runter zum Weinberg nochmal geht, kann man hier nochmal einen schönen Blick auf den künstlich angelegten Canyon werfen, der das alles hier, ja, so ein bisschen outfaden lässt, der Wald hier und so. Das wird alles noch ein bisschen schöner gemacht. Und das fließt dann hier unten alles ins Meer. Rein und basically ist momentan das mein Progress. Nicht schlecht. Ja, na, ich muss hier noch die eine Reihe noch gleich ziehen, das mache ich gleich noch. Wein ist geil, oder? Trinkt ihr gerne? Geht so. Okay, ja. Freddy, bei dir, du hast doch ein Problem. Allergie. Ja, wenn ihr wollt, ihr könnt gerne euch bei mir auf dem Club in die Gästeliste, auf die Gästeliste schreiben. Syndica, wenn du da auflegen möchtest, ich bin beim Auflegen bin ich raus. Ich mache jetzt, wieso? Nee, jetzt gerade Corona und so, da kann man nicht viel auflegen. Bisschen privat, ja, aber ich bin ja dann der Clubbesitzer. Ich brauche dann einen High-Class-DJ und da würde ich dich dann sehen. Ist allerdings so ein Club, sag ich mal, da tragen alle schwarz und obenrum nichts, ne? Damit kann ich umgehen, das ist kein Problem.